Mit seiner Ausstellung «Kunst leben, Kunst erleben» in der Galerie CB in Brattelen will der Cornel Braunwalder beim Publikum Spuren hinterlassen. Da ein paar Ausschnitte aus der gestrigen Vernissage. Liebe Freunde, wieder einmal mehr darf ich hier den Pult stehen da vorne und euch begrüßen. Ganz speziell begrüßen möchte ich den Herrn Regierungsrat Urs Wüthrich, der sich bereit erklärt hat, freundlicherweise die Laudatio zu halten. Meine Damen und Herren, es ist mir ein großes Anliegen, Hermann Alexander Beider ganz herzlich dafür zu danken, dass er mit der aktuellen Ausstellung der Werke von Cornel Braunwalder nicht zum ersten Mal in Bratteln Begegnungen mit Künstlern und Kunst möglich macht und so dafür sorgt, dass wir an der Faszination von Werken teilhaben können, ganz unabhängig davon, ob wir einen roten Punkt kleben oder nicht. Dass mich persönlich das Werk hier links von mir, das Werk mit dem Titel Macht und Filz, ganz besonders angesprochen hat, wird Sie nicht erstaunen. Auf Ihrem Erlebnispfad durch die Ausstellung, bei Ihren Begegnungen mit den Bildern und Skulpturen von Cornel Braunwalder, werden Sie neben den typischen Teilansichten die Gesichter immer wieder mit den eigenwillig komponierten Körperteilen einzelner Figuren konfrontiert. Pablo Picasso hat dazu klargestellt, ich zitiere, ich male die Nase absichtlich schief, damit die Leute gezwungen sind, sie anzuschauen. Die halben und die geraden Nasen verdienen selbstverständlich ebenfalls unsere interessierte Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, jetzt bleibt mir noch, uns allen einen bereichernden Abend zu wünschen, mich noch einmal ganz herzlich bei allen zu bedanken, die dieses Kunsterlebnis möglich machen, die dafür sorgen, dass wir Kunst leben und Kunst erleben können. Besten Dank. Wenn Sie die Bilder betrachten, haben die wie eine Struktur inne. Und was ganz speziell ist, der Herr Wüthrich hat auch gesagt, von dieser geraden Nase, und er zeigt auch diese Halbgesichter. Und das hat mich doch an etwas, also Cornel Braunwalder hat einmal gesagt, ja, diese Halbgesichter zeigen doch auch, jeder Mensch hat verschiedene Gesichter und die ganze Wahrheit entdeckt man nie. Luzern ist ja noch nicht so lang her, das ist anderthalb Jahre her, und ich habe mich auch wirklich bemüht, gute neue Werke zu machen auf die Ausstellung. Und das ist doch ein rechter Teil, sind neue Werke oder sind zum Teil auch Werke, die ich bis jetzt nicht ausgestellt habe, aus thematischen Gründen oder weil es nicht in die Ausstellung passt. Und ich muss schon sagen, Herr Wüthrich, mal besten Dank auch für seine Worte. Und er hat hier Macht und Filz hat er angesprochen und ich finde das wunderbar, dass das ein Politiker anspricht, für das habe ich es nämlich auch gemacht. Die Entwicklung, die ich gemacht habe, von Luzern her hierhin, es ist ein kleiner Schub vorwärts gegangen, wie man jetzt sieht. Halt gerade hier auf dieser Seite sind eigentlich die neueren Sachen, bis auch hier zwei kleine. Es ist bei mir so, es verändert sich immer wieder etwas. Es kann ja nicht einfach stehen bleiben und ich versuche ja immer wieder etwas zu verändern. Und wie man jetzt sieht, wenn man es anschaut, gegenüber den früheren Bildern, erstens hat sich farblich etwas verändert, zweitens in der Komposition hat sich etwas verändert und ich habe selber einen Blausch dran. Also irgendwo habe ich das Gefühl, die Art Bilder, die ich im Moment mache, lebe ich eigentlich ganz gut. Und zum Titel, wo die Ausstellung hat, es ist natürlich schon irgendwo durch auch ein bisschen ein Tagebuch, das hier hängt, von eben Erlebtem. Und das verarbeite ich natürlich in den Bildern. Und ich habe das Glück, dass ich etwas erlebe, auf der privaten Basis, wie aber auch allgemein. Und da tue ich halt einfach, anstatt dass ich zum Psychiater gehe, tue ich halt einfach irgendwo mal eine Leinwand vorne und tue das Thema verarbeiten. Und dann kann ich es dafür auch wieder loslassen. Ist jeder Künstler froh, dass wir die Leute haben, die Künstler fördern. Und an dir, Hermann, recht herzlichen Dank. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Machen wir das Beste daraus. Ich würde auch sagen, danke.